Über das Geld gibt es so viele Halbwahrheiten. Man sagt immer, Geld verdirbt nicht den Charakter, es macht ihn nur deutlich. Aber wir wollen im Gespräch mit Ihnen uns mal auf eine ganz andere Fährte begeben, nämlich den Charakter des Geldes besser zu verstehen. Im Moment jede Schlagzeile immer der Euro und Rettungsschirme rauf und runter. Sie beschäftigen sich seit über 28 Jahren. Was sind die größten Denkfehler im Umgang mit Geld? Ja, ich glaube, dass es eine kleine Bildungslücke gibt in unserer Erziehung. Und die beschäftigt sich mit dem exponentiellen Wachstum. Und ich würde gerne, wenn ich darf, an Sie eine Frage stellen. Nämlich, wenn Sie einen Chef hätten, der Ihnen sagt, Sie können wählen 1.000 Euro pro Woche für ein Jahr oder 1 Cent und dann das Doppelte in jeder folgenden Woche. Was würden Sie wählen? Ganz schnell, spontan. Wer würde 1.000 wählen? Wer würde den Cent wählen? Ja, es kommt darauf an, wie lange ich da beschäftigt bin, oder? Na, sagen wir ein Jahr. Das Jahr sind Sie dort, ja? Würden Sie den Cent wählen? Ein Cent pro Monat? Ein Cent pro Woche und jede folgende Woche das Doppelte. Da gab es mal so ein Beispiel mit so einem Schachspieler und einem König, ne? Das stimmt. Ich würde den Cent wählen. Ich würde auch den Cent nehmen. Wählen, Sie auch? Weil der Glück bringt, oder? Nee, weil er sich verdoppelt. Das fiel also unterm Strich sein dann. Wie viel kommt denn da raus, wenn man... 50 Wochen, ne? Ja, also jetzt, 1.000 Euro ist ja... Dann würde ich doch mal... schätzen Sie doch einfach mal ganz... wildlos, was würde dann am Ende des Jahres für Sie rauskommen? Der Mathelehrer guckt jetzt genau zu. Ja, der guckt bestimmt genau das zu. Das ist so hoch 55 oder so, ne? Oder irgendwas. 55, das 55.000 oder was? Nee, Wochen, ne? Das Jahr hat 52. Er versucht nur Zeit zu schinden, Frau Kennedy. Ja, ja. Ja. Was würden Sie sagen? 12.000. 12.000 am Ende des Jahres, ja. Dann hätten Sie aber weniger als der, mit 1.000 pro Woche hätten Sie ja 52.000. Da hätten Sie eine schlechte Wahl gemacht. Aber weniger Zeit ist auszugeben. Es geht jetzt erst um die Menge am Ende des Jahres. Uns. Das ist ja genau der Punkt, dass man sich das kaum vorstellen kann. Man kann es sich kaum vorstellen. Was kommt raus? Also am Ende des Jahres kommt raus, ich habe mir das extra nochmal aufgeschrieben, ich habe es richtig nochmal heute Nachmittag in einer Viertelstunde, können Sie übrigens alle machen, Sie fangen mit einem Cent an und Sie gehen 52 Mal in die Verdoppelung. Wissen Sie, was dabei rauskommt? 22,5 Billionen Euro. Wissen Sie, wie viel das ist? Das ist das 2800-fache der gesamten Geldvermögen in der Bundesrepublik. Die betragen nämlich insgesamt 8000 Milliarden nur. Und unser Bruttosozialprodukt, das würde dann noch mehr sein, das ist etwa 2,4 Milliarden Euro. Also für mich ist das sozusagen... Das ist die größte Bildung. Das ist der zentrale Denkfehler. Der zentrale Denkfehler ist, dass kein Mensch versteht, was exponentielles Wachstum wirklich bedeutet. Und wissen Sie, warum das so wichtig ist für das Geld? Weil wir ausgerechnet das in unser Geldsystem hinein entwickelt haben, nämlich mit Zins und Zinseszins. Und wenn Sie Zins zahlen, zahlen Sie auch immer Zins. Das wird bei uns nicht unterschieden. Man kann dem Geldschein nicht angucken, nicht ansehen, ob er jetzt Zins auf Zins ist oder Zins auf Zinseszins oder auf ein Geldvermögen. Mit Zins und Zinseszins wächst jedes Geldvermögen exponentiell. Vor allen Dingen hat man auch das Gefühl, es geht bei der Finanzkrise um das naive Verständnis von Geld ist, dafür zahlt man, dafür kriegt man eine Ware. Aber das Geld zirkuliert doch inzwischen sozusagen um die Welt, ohne dass irgendwie eine Ware oder eine Dienstleistung dahinter steckt. Wie hat sich das entkoppelt? Und zwar ist das ganz einfach zu verstehen. Wenn Sie eine Zins- und Zinseszinskurve haben, die wächst immer exponentiell. Das ist die sogenannte J-Kurve. Das ist eigentlich die Krebskurve. Aus einer Zelle werden 2, 4, 8, 16, 32, 64. Da sehen Sie schon, wie schnell das geht. Und dagegen gibt es, und das ist etwas, was die meisten auch nicht verstehen, eine andere Art von Wachstum. Das ist nämlich das sogenannte natürliche Wachstum, nenne ich es. Das ist das Wachstum, dem unser Körper folgt. Alles in der Natur, Tiere, Pflanzen, alle hören auf, ab einer bestimmten Größe weiter zu wachsen. Mit allen Subsystemen, das ist auch sehr wichtig. Und jetzt ist es so, dass jede Zelle unseres Körpers sozusagen dieses natürliche Wachstum, was ab einer bestimmten Menge, also wenn eine optimale Größe erreicht ist, aufhört, das ist, was wir in unserem Körper, in jeder Zelle einprogrammiert haben. Und deswegen können wir das exponentielle Wachstum nur über unseren Kopf verstehen, indem wir das mal aufschreiben, ausrechnen und dann anwenden auf die Teile unseres Lebens,
die davon betroffen sind. Aber verstehe ich Sie richtig, dass Sie eigentlich sagen, dass keiner so richtig das Grundübel des Systems bisher sich vorstellen kann oder durchschauen kann, dass wir immer sozusagen das Problem weiter nach vorne verschieben mit jedem Rettungsring und jedem Rettungsschirm, den wir aufbauen? Sie müssen sich vorstellen, dass ausgerechnet dieses, das ist ja mathematisch nachzuvollziehen, das hat ja nichts mit Esoterik oder Glauben zu tun, sondern wir reden hier über etwas, was jeder, der das kleine Einmaleins kann, sich ausrechnen kann. Und genau mit diesem Fehler, nämlich dass man mit exponentiellem Wachstum auf Dauer, kann kein exponentielles Wachstum funktionieren. Es bricht immer irgendwann zusammen. Sie sind ja auch heute hier, um uns visionär, wie Sie sind, ein paar Ideen zu geben, wie es anders sein könnte. Weil wir werden heute das Weltwirtschaftssystem nicht ändern, aber man kann an kleinen Beispielen sehen, dass es positive Impulse gibt. Zum Beispiel ein Riesenthema, wer soll die Menschen pflegen im Alter? Das ist mit Geld eigentlich nicht zu bezahlen, was Menschen für andere Menschen tun. Was gibt es da für Modelle? Also in Japan hat man 1995 hat ein Justizminister festgestellt, dass das in Japan eben genau der Fall war, dass die Rückstellungen nicht reichten, um den alten Menschen da eine Altersversorgung zu gewährleisten. Und dann hat er ein System eingeführt, das nennt sich Furiakippu, Pflegeticket. Und das sind Stundengutschriften für jüngere Leute oder auch ältere Leute, die noch bestimmte Dienstleistungen leisten können. Und diese Stundengutschriften, die werden national gutgeschrieben und man kann sie sozusagen seinen Kindern oder man kann sie selbst benutzen, man kann sie an Freunde verschenken, man kann sie seinen Eltern in einem anderen Landesteil zukommen lassen. Und diese freiwilligen Dienstleistungen, wenn die Leute eine Wahl haben zwischen Profis und diesen freiwilligen ehrenamtlichen Helfern, dann wählen sie immer die ehrenamtlichen Helfer, weil das einfach eine andere Motivation ist. Und das ist sozusagen ein Geld, was überhaupt keiner Inflation unterliegt, weil eine Stunde ist eine Stunde heute und morgen und vermutlich in 20 Jahren auch noch. Und das ist ein System, was jetzt in Südkorea sehr oft benutzt wird und zurzeit als unter dem Titel Zeitvorsorgesystem in Österreich in Vorarlberg auch eingeführt wird. Und in Vorarlberg, muss man dazu sagen, ist es schon so, dass die Regierung und dass die Gemeinden diese sogenannten komplementären Währungen, dass dieses Furiakippu-System wäre eine komplementäre, also eine ergänzende Währung, die nicht dem jetzigen Geld Konkurrenz macht. Ich finde es alles ziemlich kompliziert. Ja. Also jemand, der, so wir Otto Normalverbraucher, was können wir daraus lernen? Was können wir in unserem Verhalten ändern? Wir können ja nicht die Zinsen weltweit abschaffen. Und dieses System, was Sie gerade beschreiben, das funktioniert in der globalisierten Welt ja, es wird sehr schwierig sein, weil man wird ja nicht weltweit irgendeine Alternativwährung einführen können. Also können wir im kleinen Bereich versuchen, vielleicht wieder mehr in diese Richtung zu gehen, weniger mit Geld Dinge zu bezahlen, sondern ehrenamtlich zu arbeiten? Oder wie meinen Sie das? Also es gibt komplementäre Währungen für die lokale Ebene, für die regionale Ebene, für die nationale und für die internationale, für die globale Ebene. Das sind sozusagen neue Entwürfe für Geld, die genau wie man heutzutage verschiedene Häuser hat für verschiedene Zwecke und verschiedene Autos hat für verschiedene Zwecke. Warum hat man nicht auch Geld für verschiedene Zwecke, die auf einen bestimmten Zweck, zum Beispiel Bildung, wie in Brasilien zum Beispiel mit dem Saber, bestimmt entworfen werden. Und das ist zum Beispiel mit dem Altenpflegeticket, das ist keine Konkurrenz für die professionellen Dienstleister, sondern es ist eine zusätzliche Leistung, die sozusagen das Leben dieser älteren Menschen einfach erleichtert. Das ist im Prinzip ja keine schlechte Idee, oder wie finden Sie das, Herr Zischler? Oder halten Sie das für utopisch? Nee, ja, das Utopische ist ja durchaus was Wünschenswertes, finde ich. Es appelliert natürlich an ein Verständnis und eine Konsensfähigkeit aller Beteiligten, die herzustellen vielleicht sehr schwierig ist, aber was nicht heißt, dass man es nicht versuchen soll. Es gibt aber schon ein paar konkrete Beispiele auch in Deutschland. Zum Beispiel im Film haben wir auch den Chiemgauer kennengelernt. Genau. Ich halte jetzt hier in der Hand eine sagen Alternativwährung, den Roland, der ist aus Bremen. Ja. Der ist auch noch gültig, aber das Besondere an diesem Geldersatz oder an diesem Gutscheinsystem, man hat ja ein Geldmonopol, ist, dass das Geld weniger wert wird, wenn man es behält und nicht zirkulieren lässt. Was macht das für einen Sinn? Das ist ja genau der gegenteilige Effekt. Ja. Normalerweise erwartet man, wenn man Geld hortet, dass es mehr wird.
dass ja, genau. das Geld arbeitet. Und das ist ja genau das, was eben über den Zins und Zinseszins dann eben im Endeffekt nicht möglich ist. Diese Zinsgeschichte ist immer nur für eine kurze und mittlere Zeitspanne möglich. Und langfristig ist es nie möglich. Und das hat im Laufe der Jahre und Jahrhunderte immer wieder zu Zusammenbrüchen geführt. Und vor allen Dingen ist Ihr Vorwurf ist ja auch, dass von diesem Zinseszinseffekt auch nur eine sehr kleine Bevölkerungsgruppe profitiert, nämlich nur die Leute, die sozusagen das Geld arbeiten lassen für sich, und die anderen kommen gar nicht erst in diesen Bereich. Der Punkt, die meisten Leute verstehen ja gar nicht, wie sie Zinsen zahlen, nämlich dass der Zins im Grunde in jedem Preis enthalten ist, den die Produzenten produzieren. Das ist im Durchschnitt etwa 40% in den Preisen sind Zinsen. Also wenn ich irgendwas kaufe und gar nicht bewusst habe, dass da Zinsen drinstecken, stecken die mit dem Preis mit drin. Ja. Das heißt, die kleinen Leute zahlen die Zinsen mit. So ist es. Was ist jetzt so der Vorteil von diesen Regionalwährungen? Dass erstens mal läuft es dadurch schneller um, dass es eben diese Umlaufsicherung hat. Zweitens, also ich gehe in den Laden, habe Euro verdient in meinem Job, tausche den um in die Regionalwährung. Richtig. Also wo kriege ich das denn? Was gibt es bei den Annahmestellen, die zum Beispiel im Chiemgau gibt da, ich weiß nicht, 20, 30 Annahmestellen, dann gibt es etwa 700 Läden, wo Sie inzwischen alles damit kaufen können. Und es ist so, dass ein Teil der Gebühren, die jetzt, wenn die Kaufleute das zurückgeben, das Geld, und wieder in Euro umtauschen, ein Teil dieser Umtauschgebühren kommt dann den regionalen Sportvereinen und Kulturinstitutionen zugute. Und das ist ein Grund, warum viele Leute zum Beispiel abonnieren, dass sie diesen Chiemgauer als Regionalwährung benutzen und ihr sozusagen im Monat meinetwegen 200 Euro überweisen und dafür Chiemgauer bekommen. Also und zusätzlich, also ein Teil Chiemgauer und ein Teil ganz normales Geld. Und der Trick ist der, dass sie natürlich, sie können ja auch regional kaufen mit Euro. Das ist überhaupt kein Problem. Aber mit der Regionalwährung wissen Sie, dass der Nächste auch wieder regional kauft. Das Was heißt, beobachtet man dann? Ich kann mir vorstellen, es bindet die Leute natürlich anders aneinander, wenn man sagt, hier kaufe ich ein und hier ist auch transparent, wo das Geld wieder bleibt. Weil normalerweise legt man Geld dann da an, wo es am meisten Zinsen bringt, und das ist irgendwo in der Welt, aber nicht in der Region. Genau so ist es ja. Also man kann ja, wenn man sein Geld zur Bank bringt in der Region, dann kann man sich mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen, dass die Bank das dort investiert, wo es die höchste Rendite, das ist ja auch, was wir erwarten von der Bank, wo die höchste Rendite entsteht. Und das ist nicht immer in der Region. Und das ist genau, wie die Regionen ausbluten, dass so praktisch die Ersparnisse, die da gebildet werden, in die großen Zentren, in die großen Metropolen fließen und da eben bestimmte, würde ich fast sagen, übertriebene Entwicklungen finanzieren, während in der Region, die müssen dann wieder zum Staat gehen und sagen, und wir haben jetzt leider zu wenig und wir brauchen Unterstützung und sowas alles. Also das ist sozusagen das Problem. Aber die Regionalwährung, möchte ich noch dazu sagen, ist eben eine Möglichkeit, eine komplementäre Währung zu machen. Sich so ein bisschen von diesem irrsinnigen System zu entkoppeln. Aber letzte Frage, was kann man konkret tun, wenn man jetzt, die Frage ist, wenn man an Altersvorsorge denkt, sagen, was kann man jetzt tun, wo man nicht in Hannover oder überall Regionalwährungen hat? Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, ethisch zu investieren. Es gibt Möglichkeiten, sich zu beteiligen an solchen Modellprojekten. Es gibt Möglichkeiten, sich zu informieren. Es gibt eine ganze Reihe von schon auch Banken, die ethisch investieren. Es sind alles erste Schritte in die richtige Richtung. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich beteiligt an und dass man sich vor allen Dingen selber klar wird, wie das heutige System funktioniert, und dass man dann versucht, daraus, soweit es eben geht, auszusteigen. Und das können im Grunde im Moment die Regionalwährungen ganz gut leisten und sind gleichzeitig, muss man dazu auch sagen, erhöhen die Vielfalt in unserem Geldsystem. Weil wir haben im Moment ein einziges Geldsystem in der Welt. Das ist das effizienteste, was wir je hatten. Wir können Milliarden um den Globus schicken in Sekundenschnelle, aber es gibt eben nur ein Modell. Und wenn das den Bach runtergeht, dann haben wir nichts, was es ersetzt. Während wenn wir unterschiedliche Geldmodelle haben, dann erhöhen wir die Vielfalt. Das ist so ungefähr wie der Unterschied zwischen einem Monokulturwald und einem Polykulturwald. Der ist auf alle Fälle stabiler. Herzlichen Dank, das bringt man am besten auch mit dem Aphorismus auf den Punkt, was ist der Unterschied zwischen einem Mann mit 7 Kindern und einem Mann mit 7 Millionen, der mit den Millionen will weitere. Das heißt, ewiges Wachstum ist eine kranke Idee. Herzlichen Dank.